Wir gehen jetzt zum Lam Rim, okay? Ich habe jetzt einen Plan. Die Geschichte meiner Lehre, die Geschichte, wie ich gelehrt habe, oder vor 44 Jahren, hat mein Lehrer gesagt, du lehrst jetzt eine Klasse. Und ich bin aufgestanden, um meine Klasse zu geben. Dann hat er gesagt, okay, setz dich wieder hin. Und ich habe mich sehr geschämt. Ich habe ihn gefragt, wie kann man einen Samen pflanzen, sodass man sprechen kann vor Leuten. Und das hat er mir beigebracht. Aber er hat mir das zu gut beigebracht. Jetzt ist es unmöglich, Geshe-las Geschichten zu beenden. Ich werde mich bemühen, mich an das Schedule zu halten, an den Tagesplan und keine zu langen Geschichten erzählen. Peter, wo ist der Peter? Er übersetzt. Kannst du zur Bühne kommen? Die ganzen Vorträge, die ganze Woche lang, geht es um Ärger, Verlangen, alle negativen Emotionen, wie man sie aufhält. Und die beste Art und Weise, sie zu studieren, sind die zwei Ehemänner. Also heute Morgen werde ich euch die zwei Ehemänner erklären. Jetzt geht's los. Wenn du ein ACI-Lehrer sein wirst, musst du die zwei Ehemänner in der Küche kennen. Es ist super wichtig. Jede buddhistische Philosophie ist in der Küche. Manche Leute sagen, wieso machst du immer dieses Küchending hier? Da gibt es keine Sutra, die zwei Ehemänner in der Küche heißen. Aber Buddha hat alle Sutras für die Küche geschrieben. Korrekt? Wenn es nicht in der Küche passiert, dann sollte es nicht in der Sutra sein. Die Sutra soll dir helfen, ein glückliches Leben zu führen. Also sollte alles, was in der Sutra ist, in der Küche sein und alles, was in der Küche passiert, auch in den Sutras enthalten sein. Die ganze Woche werden wir über die zwei Ehemänner in der Küche sprechen. Und es braucht nur 10 Minuten, um es zu unterrichten. Und wenn du ein ACI-Lehrer sein möchtest, dann ist es das Wichtigste, was du jemals lernen kannst. Jetzt geht's los. Wenn ihr das auf Video aufzeichnen wollt, ist herzlich willkommen. Und du musst auch lernen, es zu unterrichten. Und so geht's los. Ich bin eine ganz typische Hausfrau. In Guadalajara. Also du musst wissen, in welcher Stadt du gerade den Vortrag hältst. Ich bin eine typische Hausfrau in Shenzhen. Egal, wo du gerade den Vortrag hältst. Dann habe ich 2 Kinder. Wer ist heute mein Kind? Wollt ihr 2 meine Kinder sein? Na, 3 Kinder sogar. Ihr seid meine Kinder.
Ich habe 3 Kinder. Ich habe eine Arbeit. Ich arbeite für ein internationales Unternehmen. Ich arbeite wirklich hart. In der Früh muss ich als erstes die Kinder in die Schule bringen. Nach der Arbeit muss ich wieder heimgehen. Ich muss in den Supermarkt die Lebensmittel kaufen. Ich muss die Kinder von der Schule abholen. Und wenn ich daheim bin, muss ich dann auch noch kochen. Das ist ein total cooles System für die Männer. Früher mussten die Männer arbeiten gehen und das Geld verdienen. Und die Frauen mussten kochen und auf die Kinder aufpassen. Und da gab es eine Arbeitsteilung. Also und dann, wir Frauen wisst vielleicht nichts darüber, aber wir Männer haben uns getroffen. Und es war ein total böser Plan. Lasst uns den Frauen sagen, sie haben das gleiche Recht auf Arbeit. Weil dann können sie nämlich arbeiten und auf die Kinder aufpassen und kochen. Und wir können die Weltmeisterschaft angucken. Dieser Plan war sehr erfolgreich. Jetzt haben die Frauen das Recht, das Geld zu verdienen. Und sie müssen immer noch auf die Kinder aufpassen und kochen. Ich bin eine typische Hausfrau. Ich habe die 3 Kinder. Und ich habe einen Ehemann. Und eines Tages auf der Arbeit kommt der Boss zu mir. Kurz bevor ich nach Hause gegangen bin, hat mich aufgehalten. Morgen, wichtiges Meeting. Du musst eine Stunde früher da sein. Verstehst du das? Das heißt, ich schmeiß dich raus, wenn du nicht da bist oder zu spät bist. Du musst eine Stunde früher da sein. Ja, ja. Ich habe 19 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet. Ich erzähle euch was ganz Merkwürdiges. Wenn du 5 Minuten zu spät zur Arbeit kommst, dann schreit dich der Chef an. Und in dem Moment um 5 oder um 6, wenn es eigentlich Zeit zum Heimgehen ist, kannst du einfach nochmal 2 Stunden länger da bleiben heute? Ich habe es nie verstanden. Die bringen dich dazu, 2 Stunden länger zu bleiben, aber du darfst in der Früh keine 5 Minuten zu spät kommen. Du erkennst das. Und dann habe ich zum Chef gesagt, ja, okay, ich verspreche, ich bin pünktlich da. Und jetzt musst du natürlich mit den Kindern verhandeln. Du gehst ins Kinderzimmer. Morgen, liebe Kinder, muss die Mama eine Stunde früher zur Arbeit gehen. Also muss ich euch auch eine Stunde früher zur Schule bringen. Der Lehrer hat schon eingewilligt. Aber ihr müsst fertig sein. Wenn ihr nicht fertig seid, wenn Mama morgen zu spät kommt, dann wird sie gefeuert. Und dann haben wir wirklich Probleme. Versprecht ihr mir, morgen früh seid ihr eine Stunde früher fertig. Pyjamas ausgezogen, Schulkleidung angezogen, Schuhe an und gebunden bitte. Und die Hausaufgaben sollten auch fertig sein. Einverstanden? Ja, ja, Mama, machen wir schon. Danke, Kinder. Am nächsten Tag in der Früh, eine Stunde früher im Kinderzimmer. Und die kämpfen miteinander. Mach das mal ein bisschen besser. Und sie schreien. Oh, ihr habt immer noch euren Schlafanzug an. Und ihr habt die Schuhe nicht an. Und die Hausaufgabe liegt auf dem Fußboden. Ihr seid die dümmsten Kinder in ganz Guadalajara. Und dann fangen sie das Weinen an.
Und jetzt? Mama hat sie angeschrien und sie haben angefangen zu weinen. Warum? Weil sie die schlechten Worte von der Mama gehört haben. Hat jemand anderer die schlechten Worte der Mutter gehört? Ja, die Mutter selbst. Ihr seid die dümmsten Kinder in ganz Guadalajara. Jedes Wort. Du bist das dümmste Kind in ganz Guadalajara. Ist auch in das Ohr von der Mutter gegangen und hat den Geist der Mutter berührt und hat Eindrücke im Geiste der Mutter hinterlassen. Und 2 Stunden später wird dieser Eindruck. Und wenn ihr das unterrichtet, müsst ihr das so machen. Wusch, ist daraus ein Same geworden im Unterbewusstsein. Der Eindruck des schlechten Wortes, der durch das Ohr den Eindruck abgehört, wird nach 2 Stunden ein Same, ein karmischer Same im Unterbewusstsein. Jetzt hat die Mutter einen negativen Samen in ihrem Geist. Und es wird im Kopf vor sich hin köcheln. Nach einer Woche komme ich von der Arbeit heim. Aldo, ich erzähle dir das. Manchmal denke ich, frage ich mich wirklich, warum ich mit dem Typen verheiratet bin. Er guckt nur die Weltmeisterschaft an. Ich muss das Geld verdienen. Ich muss einkaufen. Und dann muss ich die Kinder in der Früh zur Schule bringen und am Abend auch wieder abholen. Ich muss eigentlich alles machen. Warum habe ich ihn geheiratet? Ah ja, genau. Oh ja, er kann wirklich mich gut in den Arm nehmen. In ganz Guadalajara, seine Umarmungen sind die besten. Auch wenn er nur den ganzen Tag Fußball guckt. Ich zeig's dir. Also, du kommst heim von der Arbeit. Du gehst in die Küche. Du machst die Tür auf. Ich bin daheim. Du blöde Kuh. Ein bisschen besser, Jungs. Ich habe die falschen Ehemänner ausgesucht. Es ist so schwierig für Seiji, ärgerlich zu werden. Er ist zu buddhistisch. Ich bin daheim, du blöde Kuh. Noch einmal. Ich bin daheim, du blöde Kuh. Die machen das echt nicht gut. Wie geht's dir dann? Was fühlst du? Du hast deinem Freund erzählt, dass du dich auf die Umarmung freust und dann machst du die Tür auf und dann schreit er dich an. Was ist die natürliche Reaktion darauf? Ich habe nichts getan. Ich habe einfach nur die Tür aufgemacht. Und dann hat er angefangen, mich anzuschreien. Ich habe nicht einmal was gesagt. Und dann hat er mich einfach angeschrien. Ich hab nichts gemacht. Ist Ayrton da? Er kann das total gut. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Sie schreibt mich einfach. Ihr müsst Ayrton fragen. Ich hab nichts gemacht. Und dann hat sie einfach angefangen, mich anzuschreien. Ist es wahr? Ja, ist es wahr? Ist es wahr, dass sie nichts getan hat? Nein, es ist nicht wahr. Warum? Sie hat die Kinder angeschrien. Letzte Woche hat sie einen Samen in ihrem Geist gepflanzt. Ihr seid die dümmsten Kinder.
Sie hat den Samen in ihrem Geist gepflanzt. Als sie die Tür aufgemacht hat, hallo, ich bin daheim, du dumme Kuh, da hat sich der Same geöffnet. Genauso wie der Stift. Keine Sorge, ich werde den Stift nicht nochmal erklären. Und vielleicht sollte ich. Okay, nein, mache ich nicht. Der Stift kommt aus einem Samen in deinem Geist. Der Stift kommt nicht von sich. Wenn der Stift ein Stift aus sich selbst heraus wäre, würde der Hund einen Stift sehen. Und der Hund würde ein Gedicht schreiben an seine Hundefreundin. Dein Schwanz ist so schön. Aber das macht er nicht. Deswegen kommt der Stift nicht aus sich selbst heraus. Der Stift kommt von dir. Und der Ehemann, du blöde Kuh, der mich blöde Kuh nennt, kommt auch von mir. Wie passiert das? Ich habe die Kinder letzte Woche angeschrien. Ich mache die Tür auf. Jetzt macht das in Zeitlupe. Du Bube, du bist eine blöde Kuh. Nochmal. Du bist eine blöde Kuh. Der Same öffnet sich. Er kommt von mir. Der Same öffnet sich. Und dann schreit er mich an. Wenn du es unterrichtest, genau an diesem Punkt, und das ist das wichtigste ACI-Teaching, das ich euch geben kann, genau zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte. Es ist immer gut, wenn ihr Witze macht. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Ich denke, Buddhismus muss Spaß machen. Seid nicht dieser ernsthafte Buddhist. Du solltest deine Zuhörer fragen, warum habt ihr mir nicht die wichtigste Frage gestellt? Jasmine. Entschuldigung. Geshe-la. Warum hast du zwei Ehemänner? Das ist illegal. In jedem Land ist das illegal. Warum hast du zwei Ehemänner? Dann bittest du die Ehemänner, dass sie zu dir herkommen. Und jetzt erkläre ich euch, warum ich zwei Ehemänner habe. Die haben unterschiedliche Namen. Der Ehemann, sein Ehemann ist der Stift, Herr Stift. Dieser Ehemann kommt von mir, von meinen Samen. Welcher Same? Als ich meine Kinder angeschrien habe. Dieser Ehemann kommt von mir. Herr Stift. Der Ehemann. Und dann musst du sie auswechseln. Der Ehemann. Was ist sein Name? Ich habe nichts gemacht. Er hat einfach angefangen, mich anzuschreien. Ich habe nichts gemacht. Und jetzt hört zu. Der Ehemann kommt von ihm. Dieser Stift kommt vom Stift. Jeder Stift glaubt, dass der Stift vom Stift kommt. Nur die Menschen, die in einem guten buddhistischen Vortrag waren, die verstehen, dass sie den Stift machen. Aus einem Samen in ihrem Geist. Der da kommt von mir. Der da, ich habe nichts gemacht, hat einfach angefangen, mich anzuschreien. Was kommt als nächstes? Ganz wichtig. Hört zu. Einer von den beiden existiert wirklich.
Und einer von den beiden kann überhaupt nicht existieren. Und dann fragt die Zuhörer, welcher existiert wirklich? Herr Stift? Ja, der existiert. Der kommt von mir. Der kommt von mir. Der ist wirklich. Und wo ist der Ehemann, der nicht existiert? Der da. Ich habe nichts gemacht. Der ist unmöglich. Alles in der Welt, jeder Mensch, den du je getroffen hast, kommt von deinen Samen. Wenn du einen Menschen triffst, den du nicht gemacht hast, hast du jemanden getroffen, der eigentlich gar nicht existieren kann. Alles kommt von dir. Alles in deiner Umgebung kommt von dir. Menschen, Dinge, die Welt, Länder, ein Haar auf deinem Haupt. Alles kommt von dir. Es gibt nichts, was du nicht gemacht hast. Der Ehemann existiert nicht. Und der nächste Schritt, wenn man die zwei Ehemänner unterrichtet, ich bringe euch gerade ACI bei. Das ist das wichtigste ACI-Teaching. Was kommt als nächstes? Das ist eine super wichtige Frage. Frag die Zuhörer. Wenn du in die Küche gehst und der Ehemann zu dir sagt, du blöde Kuh, dann regst du dich auf. Auf welchen Ehemann bist du ärgerlich? Auf welchen von den beiden? Der kann es ja nicht sein. Der kann es nicht sein. Warum? Macht's nochmal. Nur Seiji. Ich bin daheim, du blöde Kuh. Ah, der sagt, ich bin eine blöde Kuh. Der Same öffnet sich. Ich habe den Samen mit den Kindern gepflanzt. Der Stift kommt von mir. Ah, der ist wie der Stift, der Herr Stift. Ah. Ich sollte mich nicht noch wieder aufregen. Wenn er dumme Kuh zu mir sagt, sollte ich nie zurückschimpfen. Wenn du blöde Kuh zu mir sagst und ich blöde Ochse zu ihm sage, dann hat er recht, weil dann bin ich wirklich dumm. Warum? Du bist eine blöde Kuh. Nö, du bist der blöde Ochse. Nächste Woche werden die Kinder wieder umgezogen sein. Warum? Weil ich gesagt habe, ich bin nicht dumm, du bist der Dumme hier. Und jetzt kannst du zum Rad des Lebens gehen. Jetzt kommt als nächstes das Rad des Lebens in der Erklärung. Du bist dumm. Nein, ich bin nicht dumm. Du bist der Dumme hier. Du hast neuen Samen gepflanzt. Du gehst nächste Woche ins Kinderzimmer. Die streiten sich. Du seid so blöde Kinder. Neuer schlechter Same. Du bist blöd. Du bist dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Verstanden? Dieses Rad des Lebens. Es geht nicht um ein altes Gemälde über Wiedergeburt. Es ist ein Vortrag über dein Leben. Du bist dumm. Ich bin nicht dumm. Du bist dumm. Ihr seid dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Versteht ihr das? Wie kann man das Rad des Lebens aufhalten? Das ist das Ziel von ACI, das Rad des Lebens aufhalten. Das ist das Einzige, womit wir uns hier beschäftigen.
Der Sinn und Zweck von 20.000 übersetzten Seiten geht es darum, wie wir dieses Rad aufhalten können. Wie wir das Rad aufhalten können. Seid ihr bereit? Ich bin daheim, du blöde Kuh. Ja, okay. In dem Moment hat sie das Rad aufgehalten. Sie hat das Rad zerstört. Ja, ich liebe dich auch. Nächste Woche im Kinderzimmer. Die perfekten Kinder. Ich liebe euch. Du machst die Tür auf. Ah. Ihr habt das Rad aufgehalten. Und jetzt muss man mit den Frauen sprechen. Hört zu. Ja, es ist wahr. Jeder Ehemann ist dumm. Alle Frauen wissen das. Aber sag es nicht. Weil dann pflanzt du einen neuen schlechten Samen. Verstanden? Das sind die zwei Ehemänner. Das beinhaltet alle Philosophie, die in den ACI-Kursen enthalten sind. Wir unterrichten nicht Buddhismus. Wir machen glückliche Küchen. Vergesst das nicht. Ihr seid keine buddhistischen Lehrer. Ihr unterrichtet glücklich sein. Ihr Ehemänner könnt jetzt von der Bühne gehen. Und die Organisatoren müssen noch einen Zettel auf die Bühne legen, wann die Stunde zu Ende ist, bitte. Jetzt gehen wir zum Lamrim. Ich glaube, es ist jetzt schon bis 10.30, oder? Ich höre um 10.30 auf. Hofft ihr. Jetzt machen wir mit dem Lamrim weiter. Das ist das antike technische Buch, in dem wir Kücheninformationen finden. Ich gehe jetzt durch jedes Wort durch. Es ist in einer anderen Sprache. Das ist in Ordnung. Ich möchte, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, dass die Küchenlehre von einem antiken Lehrer kommt. Die Stärke von ACI ist, dass es von den antiken Teachings kommt. Dieser Vortrag der Küche ist nicht von Geshe Michael erfunden worden. Es wurde vom Buddha gemacht. Was ist das, die Bedeutung des Sanskrit-Wortes Buddha? Das bedeutet die Person, die alle Dinge in allen Zeiten sehen kann. Als der Buddha diese Dinge gelehrt hat, hat er uns heute in Guadalajara zugesehen. Okay. Er hat dieses Buch für die Leute hier heute geschrieben. Wir gehen zum antiken Buch. Es ist in einer ausländischen Sprache. Macht euch keine Gedanken über die andere Sprache. Entspannt euch und nehmt das an wie ein Schwamm. Meine Aufgabe ist, euch die antike Version zu lernen. Tim, bist du soweit?
Ja. Korwetzawa? Wir suchen etwas. Bist du soweit? Es sollten 4 Dollarzeichen sein. Suche nach 4 Dollarzeichen in einer. Jetzt geh drunter bis dorthin, wo der Text beginnt. Noch ein bisschen mehr. Stopp. Ja, genau, da sind wir. Ich sag's einmal auf Tibetisch, weil es Glück bringt. Korwetzawa bedeutet, eine halbe Stunde jeden Tag müsst ihr den antiken Buch mitleiden. Macht euch keine Sorgen drüber. Deswegen, okay? Ihr solltet das nicht verstehen. Nicht gemeint, dass man es versteht. Was ist die Wurzel des Kreislaufs des Lebens? Der Kreislauf des Leidens. Hier nennt sich das Marigpa. Du verstehst den Stift nicht. Und das führt zu den Problemen in deiner Familie. Du sprichst deinem Ehemann zurück. Du pflanzt einen neuen schlechten Samen in deinen Geist. Du gehst in das Kinderzimmer. Der schlechte Samen geht auf. Du schreist die Kinder zurück an. Und das nennt sich das Rad des Leidens. Und alle von uns hier in diesem Raum, in diesem Zimmer, ich auch, nach vielen, vielen Jahren des Lernens, es gibt noch immer ein paar Leute, die mir Schwierigkeiten bereiten. Es gibt Leute, über die ich mich ärgere, die mich ärgern. Korwetzawa Jigpe Marigpa Nanzin. Klenkje bedeutet, wir sind mit Missverständnis geboren worden. Die Gewohnheiten von kleinen Kindern, die Gewohnheiten von Insekten, die sind geboren mit dem Missverständnis, nicht den Stift zu verstehen. Sogar Ameisen. Wenn du die Ameise mit einem Stück Gras anstößt, dreht das jung und wird, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. Jeder hat das in sich. Sogar eine Ameise wird ärgerlich. Wenn du den Ärger loswerden willst, der dich unglücklich macht, dann musst du versuchen, den Stift zu verstehen. Wenn du den Stift verstehst, dann wirst du aufhören, deinem Ehemann gegenüber zu reagieren. Vergiss nicht, ist er dumm? Ja. Aber sag's nicht. Okay. Daher gibt es eine magische Pille, die alle Probleme in deinem Leben beenden wird. Es ist wie ein besonderes Aspirin. Und wenn du das nimmst, jeden Morgen, dann wirst du ein glückliches Leben führen. Wie nennt sich dieses Aspirin? Der Stift. Wenn du das jeden Morgen nimmst, zu dir nimmst, dann wirst du vermutlich dich daran erinnern, dass du dich nicht ärgern solltest, 3 Tage nachdem du deinen Ehemann angeschrien hast. Okay, es ist sehr, sehr schwierig, sich daran in der Küche zu erinnern. Das Ziel dieser Klassen
ist es, dass du den Stift in der Küche, sich an den Stift erinnern kannst, wenn du in der Küche bist. Vermutlich schaffst du das nicht am Anfang. Du erinnerst dich 2 Tage später daran. Oh, ich bin so dumm. Ich hätte meinen Ehemann nicht sagen sollen, dass er dumm ist. Das ist 2 Tage später. Das Ziel dieser Klassen. Mach diesen Zeitabstand kürzer und kürzer und kürzer und kürzer. Was ist Nirvana? Was ist Nirvana? Es ist nicht das gleiche wie Buddhahood. Venerable Phil hat das heute diesen Morgen gesagt. Nirvana bedeutet, niemand kann dich ärgern. Niemand. Du bist 100% cool und ruhig. Niemand kann dich mehr jemals ärgern. Das ist Nirvana. Ich habe 3 Brüder gehabt. Wir haben alle 5 Minuten miteinander gestritten. Mein kleiner Bruder, das Ziel meines kleinen Bruders war es, mich zu ärgern. Er hat alles getan, was er konnte, so dass ich irgendwann einmal wütend wurde. Und dann hat er gesagt, hahaha. Wenn ich Nirvana erreiche, dann wird er alles tun, was er will, und ich bin, haha, ich werde mich nicht ärgern. Ich glaube nicht, dass Nirvana ein hohes Ding ist, das nur der Buddha erreichen kann. Die Frau in der Küche, die sich an den Stift erinnert und nicht zurückschreit und nicht sagt, du bist dumm, die hat Nirvana erreicht. Wenn der schwierige Moment kommt und der Ehemann dich dumm nennt, nimm die magische Tablette, die magische Pille. Erinnere dich an den Stift. Vielleicht nimmt der Hund den immer zu sich. Okay? Das Buch hat ein Zitat. Tichen Nyomun Tanchi Kwang. Das ist ein berühmter Autor, der sich Aryadeva nennt. Wer war sein Lehrer? Nagarjuna. Nagarjuna. Wenn ihr nach Arizona kommt im Oktober, dann hört ihr Nagarjuna. Sein Schüler hat gesagt, wenn du den Stift verstehen kannst, dann wirst du Ärger in deinem eigenen Herzen für immer zerstören. Für 100 Dollar. Für 100 Dollar ist eine schwierige Frage. Ist keine einfache Frage. Warum beendet diese magische Pille deinen Ärger? Wer hat die 100 Dollar bereit zum Hergeben? Okay, Shopping hat das Geld. Tim wird auswählen. Die Antwort ist sehr kurz. Und sehr tief. Tim, du bist dran. Du hast mit ein paar Leuten eine 50% Vereinbarung, richtig, Tim? Hier ist meine Frage noch einmal. Warum, wenn du den Stift verstehst, Aryadeva sagt, dass du nie mehr wütend werden wirst. Go. Das ist eine kurze Antwort. Gib ihr 200 Dollar. 200 Dollar. Das ist eine perfekte Antwort. Ich wiederhole die Antwort.
Wenn du zu einer Eheberatung gehst, dann sagen sie folgende Sachen. Ärger dich nicht über deinen Ehemann. Er ist müde. Du weißt, wie viel Arbeit es ist, 4 Stunden lang dem Fußball-Weltcup zuzuschauen. Er ist auch hungrig. Du kommst gerade nach Hause zum Kochen. Er kann für sich selber nicht kochen. Versuch, den Ehemann zu verstehen. Der Ehemann hat ein hartes Leben. Werd nicht wütend. Und zahl meiner Sekretärin $50, bitte. Das ist eine Eheberatung. Jetzt kommt buddhistische Eheberatung. Ärgere ich dich nicht über deinen Ehemann, warum? Er existiert gar nicht. Du bist auf gar nichts wütend. Wenn du dich über deinen Ehemann ärgern willst, geh in den Wald. Schrei die Bäume an. Du bist dumm. Er existiert gar nicht. Du schreist jemanden an, der gar nicht existiert. Versteht ihr? Und wenn ein Land mit einem anderen Land kämpft, und das andere Land unser Feind ist, dann existiert dieser Feind überhaupt nicht. Jeder Krieg, Zweiter Weltkrieg, 100 Millionen Menschen sind gestorben. 30 Millionen sind in Ostchina gestorben. Wer ist der Feind? Existiert nicht. Hat nie existiert. Es ist alles vollständig bedeutungslos. Krieg zwischen Ländern ist vollständig bedeutungslos. Da ist niemand, mit dem du kämpfst. Du kämpfst mit einem anderen Land nicht, wenn du verstehst, dass die schlechten Leute des anderen Landes von dir kommen. Du wirst die schlechten Leute des anderen Landes dort erinnern, wo sie herkommen. Und das ist von hier. Versteht ihr? Du beendest die schlechten Leute nicht, indem du sie umbringst. Dann kommen mehr schlechte Leute von hier heraus. Du musst sie dort in Ordnung bringen, wo sie herkommen. Ja, perfekte Antwort. Wenn du wütend wirst, ihre Antwort. Warum kannst du deinen Ärger beenden? Die ultimative Methode, Ärger zu beenden, ist zu verstehen, der Ehemann, dessen Name ich habe nichts gemacht, ist, existiert gar nicht. Er kann nicht existieren. Er hat nie existiert. Hör zu. Jedes Mal in deinem Leben bis jetzt, als du wütend geworden bist, oder sogar wenn du dich über den Verkehr ärgerst, oder die 5 Fuß Hagel, die in Guadalajara fallen, wenn du dich ärgerst, dann ärgerst du dich über, ich habe nichts gemacht. Du hast den Hagel gemacht. Du solltest dich über dich selbst ärgern. Du hast den Verkehr gemacht. Du hast die Umweltverschmutzung erzeugt. Du hast den dummen Ehemann gemacht. Versteht ihr? Aber wenn du dich ärgerst, dann hast du es vergessen. Und du sagst, ich habe nichts gemacht. Versteht ihr? Jetzt. Von dieser Antwort können wir sagen,
dass es unmöglich ist, wütend zu werden, wenn du dich an den Stift erinnerst. Es ist unmöglich, wütend zu werden, wenn du nicht missverstehst, wo der Ehemann wirklich herkommt. Daher ist jede Person, die wütend wird, vergisst den Stift. Daher muss der Geshe-la den Stift immer und immer und immer wieder lehren. Besonders für Geshe Michael. Er wird immer noch wütend. Jetzt zitiert er ein Sutra. Wir haben noch 7 Minuten. Bleibt streng. Diese Klassen sind nicht einfach. 30 Jahre in den Klassen des Klosters gesessen. Das sind 4 Stunden Klassen ohne Pinkelpause. Dann habe ich in meinem Herz ein Versprechen abgegeben. Wenn ich zu einem Lehrer werde, dann werden diese Schüler auch leiden. Der Buddha hat gesagt, jedes Problem in der Welt kommt vom Nicht-Zuhören des Stifts. Zuerst haben wir ein Zitat von Nagarjunas Schülers Aryadeva gehört, aber der Autor des Lamrims sagt, wenn du das nicht glaubst, dann zitiere ich dir den Buddha auch noch. Der Buddha hat das Gleiche gesagt. Eine Person, die den Stift versteht, kann nicht wütend werden. Wenn sie sich an den Stift in der Küche erinnern, und das wird dir nicht gelingen. Mir fällt das auch schwer. Sehr wichtig für diese Woche. Was soll ich tun bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Stift immer verstehe? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, bis mein Stift, die Fähigkeit, den Stift wie einen Stift zu erinnern, sehr stark wird? Ja. Es gibt kurzfristige Methoden. Es gibt kurzfristige Methoden. Und wir werden über die sprechen. Diese Woche. Für die Leute, die sich noch nicht an den Stift in der Küche erinnern können, werden wir über die zeitbegrenzten Methoden sprechen. Die funktionieren nicht so, dass Ärger für immer vom menschlichen Geist gelöscht wird. Das sind die Methoden der Eheberatung. Zum Beispiel eine zeitbegrenzte Methode Nummer 1. Geh nicht in die Küche. Wirklich, ganz im Ernst. Treff deinen Ehemann niemals. Dann wirst du dich nie mit ihm ärgern. Über ihn ärgern. Ist es eine gute Methode? Nein. Aber manchmal ist es okay. Manchmal musst du eine Pause von deinen Beziehungen nehmen, wirklich. Weil du dich nicht mehr kontrollieren kannst. Oder es wird schlimmer und schlimmer. Im Buddhismus lernen wir diese Methode. Manchmal musst du eine Pause machen. Geh 2 Tage lang in dein
zu deiner Mutter. Es hilft kurzfristig. Aber es wird das Problem nicht lösen. Das Erste, was wir lernen werden, diese Woche, sind kurzfristige Methoden, temporäre Methoden. Das sind die, die man in der Eheberatung bekommt. Vielleicht musst du eine Pause machen. Geh zu deiner Mutter in die Wohnung oder das Haus deiner Mutter, nimm die Kinder mit. Sag deinem Ehemann, dass er 2 Tage lang Pizza essen soll. Manchmal brauchst du eine Pause. Es wird das Problem nicht lösen, aber es gibt dir Raum, Platz. Und wenn du Raum und Platz hast, dann kannst du dich vielleicht an den Stift wieder erinnern. Und wir lernen, ich glaube, 6 unterschiedliche Arten, um Platz zu bekommen, um Raum zu bekommen. Und wenn du den Raum nimmst, kannst du dich an den Stift wieder erinnern. Okay? Wir werden also 6 Arten lernen, wie du Raum und Platz bekommst. Cool? Okay, das ist alles für heute Morgen. Tim, hast du Ankündigungen?